zu meinem ersten richtigen Weihnachtsvideo. Unser Weihnachtsmonat hat ja schon vor ein paar Tagen begonnen. Und jetzt kommt halt mein erstes Video. Ich freue mich schon richtig, denn ich habe ziemlich viele coole Sachen geplant. Es wird sehr DIY-lastig. Und heute in diesem Video kümmern wir uns ein bisschen um die Zimmerdekoration oder Wohnungsdekoration. Denn ich finde, es ist irgendwie schön, wenn man ganz früh anfängt zu dekorieren. Also ich mache das immer gleich am 1. Dezember, dann sieht die Wohnung super weihnachtlich aus. Und dann ist es aber so, nach Weihnachten kommt bei mir komplett alles weg, dann mag ich das nicht mehr sehen. Also bis irgendwie Heilige Drei Könige oder so kann ich das schon mal gar nicht stehen lassen. Deswegen fange ich halt umso früher an, damit sich das Ganze auch lohnt. Und ja, ich zeige euch mal, wie ich meine Wohnung so weihnachtlich dekoriere und auch ein, zwei, drei kleine DIYs, also seid gespannt und ja, wenn ihr was nachmacht, würde ich mich sehr freuen. Für das erste DIY braucht ihr Skizzenpapier und dann noch alte Glasflaschen zum Beispiel oder auch Marmeladengläser, was ihr halt noch da habt. Und dann braucht ihr Lack in einer Farbe eurer Wahl. Ich hatte noch Heizkörperlack da in Weiß. Jetzt habe ich aus dem Papier Formen ausgeschnitten, die ich besonders schön und weihnachtlich fand. Ihr könnt auch für das ganze Jahr was machen. Das klebt ihr dann mit Prittstift auf eure Glasflasche drauf und sprüht dann mit dem Lack gleichmäßig oben drüber. Und wichtig ist, dass ihr unbedingt euren Untergrund schützt. Ich habe das dann so überall drumherum ums ganze Glas gemacht und dann die Prittsachen einfach abgeknibbelt und schon ist das Ganze fertig. Man kann, wenn man möchte, noch Kerzen oben reinstecken, das fand ich ganz hübsch. Ihr könnt es natürlich auch als Windlichter benutzen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Marmeladengläser hernehmt. Und dann ist das Ganze auch schon fertig, das geht wirklich ruckzuck und es macht echt was her. Es ist eine schöne Deko, die man auch mit anderen Motiven das ganze Jahr über immer wieder gestalten kann. Mir hat es sehr gefallen. Dann kommt auch schon das zweite DIY, dafür braucht man wieder Papier, Frischhaltefolie, Tesafilm, eine Schere, Kleber oder aber auch richtigen Tapetenkleister. Und ich hatte hier noch so Dekosterne, die wollte ich auch gerne mit verarbeiten. Und auf jeden Fall Wolle oder andere Bänder und Fäden, die ihr habt, zum Beispiel Geschenkpapier, geht auch, oder Draht, da braucht ihr nicht mal Kleber. Ihr müsst jetzt erstmal so eine Art Zylinder rollen aus eurem Papier, das habe ich so gemacht und dann zusammengeklebt und unten dann das Ganze gerade abgeschnitten, sodass der Zylinder gut stehen kann. Hier seht ihr es nochmal, so ist dann später auch die Form von eurem Deko-Weihnachtsbaum. Jetzt habe ich Frischhaltefolie genommen, um damit natürlich das Papier zu schützen, denn wir werden in diesem Fall mit Kleister arbeiten. Das habe ich also einfach ein bisschen drumherum gewickelt, so dass es einigermaßen hält und das reicht dann erstmal als Basis. Jetzt habe ich mir meinen Kleister angemischt, der war leider schon ein bisschen älter und deswegen klumpig. Und jetzt habe ich meinen Faden genommen und den einfach ganz unregelmäßig um meinen Zylinder drumherum gewickelt. Da müsst ihr mal gucken, wie es euch am besten gefällt. Ich wollte nochmal sagen, wenn man das Ganze mit Draht macht, dann braucht man natürlich einfach nur den Zylinder ohne Frischhaltefolie und kann dann so seinen Draht drumherum wickeln und dann geht das Ganze wunderbar. Jetzt kommt auch schon der Kleister oben drauf. Den habe ich einfach so grob drauf gegeben und dann mit den Händen verteilt. Und das muss man wirklich überall machen, wenn man jetzt zum Beispiel Wolle nimmt, damit alles auch richtig hart trocknet. Das habe ich eben jetzt hier gemacht und dann über Nacht einfach auf die Heizung gelegt zum Trocknen. Und dann war es wirklich eigentlich ziemlich gut hart, bis an einer Stelle, da war es mir leider ein bisschen zu dünn geworden. Deswegen wackelt das da auch so ein bisschen, wie ihr hier vielleicht sehen könnt. Aber im Prinzip stört das auch nicht weiter und man könnte das Ganze jetzt so lassen und hinstellen als Dekoration oder man macht noch was obendran. Ich hatte jetzt wie gesagt noch diesen Stern, den habe ich da oben reingesteckt. Ja, aber irgendwie bin ich jetzt doch nicht ganz so zufrieden damit gewesen. Also es lag an diesem alten Kleber und keine Ahnung, nächstes Mal mache ich das mit Draht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu unserem Weihnachtsbaum. Das wird wesentlich besser, kann ich euch sagen. Wir haben das erste Mal jetzt einen großen Weihnachtsbaum im Internet bestellt, aus Plastik, so ein Fake-Baum halt, von Amazon. Den verlinke ich euch mal in der Infobox. Und ja, der war gar nicht teuer und sieht doch sehr realistisch aus und hübsch. Und dann dieses coole Set von Co-Power, auch über Amazon, verlinke ich euch auch. Und zwar sind das solche Kerzen, die man in den Baum reinklipsen kann. Das ist so ein Komplettset mit Batterien.
Kamin, Fernbedienung und allem drum und dran schon fertig. Also es ist wirklich echt so ein sorglos Ding für Weihnachten. Und wenn man keine Lichterkette haben möchte mit Stolperkabel und so, kann man das hier wunderbar benutzen. Ihr seht hier schon, so sehen diese Kerzen aus und man schraubt dann oben einfach die Flamme sozusagen ab und dann sieht man schon im Inneren, dass da die Batterie reinkommt. Die sind für alle Kerzen halt mit dabei. Und wenn man das wieder drauf steckt, dann leuchtet das Ganze auch schon. Und es gibt dann noch so eine Art Wäscheklammer-Ding, das muss man dann unten dran klipsen. Und dann kann man die ganzen Kerzen individuell in seinem Baum verstreuen, so wie es einem gefällt, ohne dass man jetzt durch das Kabel irgendwie gebunden ist, wenn man eine ganz normale Lichterkette benutzt. Und dadurch, dass die Kerze so knickbar ist, kann man das auch noch machen, dass sie auf jeden Fall gerade ist. Bei dem Set waren auch noch solche Gummisachen dabei, solche Noppen. Wenn man die nämlich unten dran macht, einmal da und einmal oben bei der Flamme diesen Ring, dann wird das Ganze wasserfest und man könnte das auch zum Beispiel draußen im Garten an so einen Baum dran machen und da ist es ja auch ganz gut, wenn man kein Kabel hat. Und die Fernbedienung ist dafür da, alle Kerzen gleichzeitig anzumachen und es gibt auch noch so einen Modus, da flackern die dann. Das ist besonders cool, wie ich finde. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Ja, ich habe dann die Sachen in meinen Baum reingeklipst erstmal und verteilt, so dass es ganz gut aussah und nochmal ein bisschen nachjustiert, wenn die Kerzen ein bisschen krumm waren, dann geht das ja wirklich, wirklich einfach. Hier habe ich jetzt meine Kugeln rausgeholt schon für dieses Jahr. Ich mag ja gerne so shabby chic und Bauernsilber, alles so ein bisschen landhausmäßig. Die habe ich von überall her, Nanunana, Depot und Internet, wo auch immer. Und ich hatte noch solche kleinen Schneeflöckchen hier. Das waren eigentlich so Dekorationsschneeflocken, aber ich dachte mir, ich kann die auch einfach in meinen Baum reinlegen. Und Schneespray, das habe ich, glaube ich, bei Depot gekauft. Und das kann man auch wunderbar auf seinen Baum drauf sprühen, wenn man möchte, dass er noch so einen kleinen weihnachtlichen Touch hat einfach. Das mache ich immer ganz gerne. Und hier seht ihr auch schon unseren fertigen Weihnachtsbaum. Im letzten Jahr hatten wir noch so einen winzig, winzig kleinen. Der war nur so eine Topfpflanze. Ich verlinke euch mal das letzte Video von meiner Dekoration. Jetzt haben wir echt so einen richtigen Weihnachtsbaum. Und ich finde, im Dunkeln macht der echt viel her. Besonders, wenn er so flackert oder man kann ihn auch dimmen. Also das sorgt so richtig für Weihnachtsstimmung. Ich freue mich schon voll. Jetzt kommt auch schon das letzte DIY und das ist denkbar einfach. Ihr braucht nur Papier und eine Schere dafür. Und zwar falten wir Schneeflocken. Man braucht dafür quadratisches Papier. Das heißt, man faltet das Papier einmal so und schneidet dann unten den Überschuss ab. Und zack, ist das Ganze quadratisch. Wenn man jetzt dieses Dreieck dann nochmal wieder zweimal faltet, hat man ein ganz, ganz kleines Dreieck. Und dort, ihr kennt das ja wahrscheinlich alle aus der Schule, schneidet man dann verschiedene Formen aus. Wir haben das bei uns in der Schule jetzt mit den Kindern auch nochmal gemacht. Und ja, dann entsteht natürlich so eine schöne Schneeflocke. Je nachdem, wo man schneidet. Man müsste natürlich wissen, wo außen ist. Und dann kann man das Ganze so gestalten, wie es einem beliebt. Ich habe meine jetzt nochmal hier auseinandergefaltet, um zu gucken, ob ich es überhaupt noch drauf habe. Aber ja, da einigermaßen. Es gibt natürlich auch so fertige Sets. Dieses hier habe ich mal bei Lidl mitgenommen. Und zwar habe ich das jetzt kombiniert mit meinen selbstgemachten Schneeflocken und dann diesen Bastelschneeflocken. Die habe ich dann an Fäden gebunden und das Ganze draußen an die, innen an die Gardine gehängt, sodass man das Ganze von draußen dann sieht. Und ich finde, es ist auch nochmal ein netter Hingucker für das Haus. So, das waren jetzt meine ganzen Ideen, die ich für euch habe. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Falls ihr was nachmacht, dann markiert das Ganze doch vielleicht auf irgendwelchen Social-Media-Seiten, wo ihr das postet, vielleicht mit dem Hashtag DIY and Fairy Tales. Dann können Karina und ich gucken und wir würden uns sehr freuen, wenn wir da was entdecken und wir liken uns dadurch und schauen uns sowieso alles an. Das wäre richtig cool. Und ich verlinke euch nochmal einfach mein Video vom letzten Jahr. Da habe ich nämlich die Wohnung auch dekoriert und zwar hauptsächlich so shabby, landhausmäßig, denn das ist ja so mein Stil, den ich ganz gerne mag. Ja, das könnt ihr euch auch nochmal gerne angucken und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video schon wieder. Bis dann, tschüss!